So, weiter geht's. Welcome back. Ach, Franzi. Du machst mich noch fertig. Kann ich erstmal mit dem Brief kombinieren? Ah, ja. Und jetzt das Brief an mit die... PIN. Boah. Okay, ah. Der Brief hängt. Das jetzt muss ich mir noch einen Ersatz für den Wecker suchen, um Dr. Fred einen Alarm zu stellen. Theoretisch hätten wir uns auch mit Superkleber ankleben können. Das stimmt, aber dann wäre es nie wieder abgegangen. Aber vielleicht können wir hier der was... Der ist wirklich hinüber. Den kann man nicht mehr reparieren. Ich hätte eine Idee. Lass uns mal Hoagie und Laverne fragen. Die geben doch immer ein paar Hinweise. Vielleicht haben die ja einen Hinweis an uns. Okay, die sind gerade im Geheimlabor, oder? Ja. Hey, Freunde. Laverne. Wuhu. Mr. Tentacle Guy. Ja, genau, ne? Dr. Freds Wecker ist kaputt. Wie soll ich denn jetzt seine Aufmerksamkeit auf den Plan lenken? Wenn mir bei einer OP ein Gerät ausfällt, muss ich auch improvisieren. Aber was bedeutet das jetzt für mich? Vielleicht ist hier noch etwas, das ähnlich funktioniert. Dann frag ich noch mal Hoagie. Ich schau mich mal weiter um. Hey, Hoagie. Was geht? Ich wollte in Dr. Freds Büro den Wecker stellen, aber dabei ist er irgendwie kaputt gegangen. Kenn ich. Passiert mir manchmal mit Gitarrenhälsen. Was soll ich denn jetzt machen? Also, ich suche dann fix nach einer anderen Gitarre. Der Gitarrist hat so viele von denen, der merkt das gar nicht. Und wie soll mir das helfen? Ohne den Alarm werden wir Dr. Freds Aufmerksamkeit nicht schnell genug auf Purpos Rückkehr lenken können. Dann hat er bis morgen keinen Gegenplan entwickelt. Wirst sicher noch eine andere Uhr in Dr. Freds Haus finden. Gut, also müssen wir irgendwie die Augen nach einer Uhr aufhalten. Ich verschwinde mal. Ciao. Dann schauen wir noch mal in aller Ruhe, würde ich sagen, mal rum. Ich würde aber erstmal nach ganz oben gehen, einfach weil... Ups. Dr. Fred muss ja auch irgendwo hingegangen sein, nicht wahr? Ja. Eine andere Möglichkeit wäre auch, dass das Zimmer von Sam und Max jetzt betretbar ist, weil da irgendwie der gute alte Doktor rumdoktort. Sie ist verschlossen. Nee. Okay. Das war's nicht. Hier ist jetzt nichts weiter drin, ne? Da was war auch die wie eine Uhr. Spielekonsole. Ich kann es mal abnutzen. Wenn der Fernseher ganz wäre, könnte ich jetzt etwas spielen. Mach mal die Tür hier zu. Ah. Entwicklertreffen. So. Ah ja, okay. Nett. Ich meine, gut, haben sie sich wahrscheinlich verewigt. Ja. Cool. Ja, sieht mich aus wie so ein SNES oder sowas, ne? Ja. Alles auch vor meiner Zeit. Wir hatten es übrigens neulich davon, warte, wenn ich hier eh auf zum Dachboden gehe, kann ich das fix erzählen. Wir hatten es neulich davon, dass du gemeint hattest, hier Stefan, ne, sowas wollen die Leute doch mal sehen. Ich wünschte, ich könnte, ne, wenn ich mal ein bisschen größer bin und ein bisschen Geld habe, irgendwie, es gibt ja Vereine in Deutschland, die ja Arcade-Automaten besitzen. Okay. Und die irgendwie halt warten und keine Ahnung. Ja. Dann müsste ich die mal kontaktieren, dass ich da echt mal ein Live-Let's Play mache mit so einem richtigen Arcade-Automaten von irgendwas Coolem. So das dieses Teil, was andere frisst. Nennt die Snackman, Pacman. Snackman! Snackman! Ja, Pacman geht und ich habe ja auch schon ein paar Sachen gespielt gehabt auf meinem Kanal hier. Sailor Moon zum Beispiel war ein Arcade-Game. Und R-Type. Und was es nicht alles gibt. Sailor Moon wollte ich mir immer mal angucken, das müsste ich mal noch tun. Ich glaube, wie hieß das? Darius Plus? Hieß das Spiel so, dieser Shooter mit drei Monitoren, der über drei Monitore geht? Boah, das wäre mega. Naja, jedenfalls, lieber Zuschauer. Das wäre nochmal ein Traum von dir. Ja, das wäre was für mega geil. Das wäre echt übelst cool. So eine Kamera, weißt du, auf dem Bildschirm direkt gerichtet. Von dem Arcade-Automaten und sowas. Das wäre cool. Klingt cool, ja. Gibt's sowas überhaupt schon? Hat noch niemand gemacht, bestimmt. Bestimmt nicht, aber jetzt klauen bestimmt alle meine Idee jetzt, wo ich es erzählt habe. Besser nicht. Oh. Ja, besser nicht, liebe Leute. Also hier auf jeden Fall hilft uns jetzt nicht unbedingt was weiter. Guck mal in den Computerraum. Da sind doch viele elektronische Sachen. Da ist vielleicht auch irgendwas mit einer Uhr. Hey Edna, hast du nicht irgendwas, was ich mir klauen kann, was wie eine Uhr ist? Hey, sind das nicht Laverne und Hoagie? Ja, ach, stimmt, ja. Da unten. Süß. Das macht überhaupt keinen Sinn. Okay, ich denke, dass du damit mehr anfangen kannst, mein Freund. Zu langweilig. Oh. Und bei ihr, geh noch mal rein. Ah. Der ist gerade beschäftigt. Wo ist das Foto zum halbkugeligen Borstling hin? Besser nicht. Aber da kann man doch bestimmt irgendwie... Hier kommt die Computer. Ach ja. Ah ja. Das war der schöne Filter. Was ist da hinten? Guck mal, da konnte man gerade was anklicken. Ach, auch Pilz, okay. Ich habe ja gewusst, dass Ed verrückt ist.
Aber so verrückt. Oh, und nochmal auf das Hamster. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ach, den Hamsterkäfig. Die Pilze scheinen ohne diese ganzen Geräte nicht überleben zu können. Das macht überhaupt keinen Sinn. Schau mal hier. Mit der Hilfe. Zack. Ja, wir haben Pilze und auch Pilze. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ach Mensch. Das Foto vom glänzenden Schwarzborstling ist auf der Seite vom ungestielten Kohlen. Wir haben ja noch eine Schere, also. Können wir vielleicht. Das ist nicht zum Zerschneiden mehr. Okay. Das ist nicht zum Zerschneiden mehr. Mucke, das ist echt cool gemacht, ne? Es war alles so perfekt. Oh Gott. Kann ich vielleicht ein bisschen was zusammenkleben, wieder, mein Freund? Das Foto vom. Das kann ich nicht benutzen. Ist auf der Seite vom ungestielten Kohlen besser. Oh, das war geplant. Ich möchte nicht mit dem allein in einem Raum sein. Ja, der arme Kerl. Ja, das gibt's doch gar nicht. Muss da irgendwo noch was sein. Das letzte Rätsel, ne? Ja. Fühlst du dich schwach und bist verspannt? Unser Bett massiert dich hier galant. Wir schicken deine Krämpfe heim. Wirf einfach eine Münze rein. Ach, schön, schön. Ja, wirklich sehr, sehr schön. Das muss auch anders gehen. Ein Fernseher anmachen muss auch anders gehen? Oh. Hallihallo. Besser nicht. Du kannst die Tür noch zumachen. Das ist richtig. Mhm. Kann ich vielleicht hier... Das ist nicht zum Zerschneiden da. Ach, okay. Freilich ist ich glaube, es war jetzt das Bett. Da. Ich gucke nochmal, ob ich das Loch auch zerschneiden kann. Ja. Das ist nicht zum Zerschneiden da. Kann ich es vielleicht... Kleben. Ich kann diese beiden Dinge nicht kombinieren. Ach komm, du hast es nicht mal versucht. Ich schau mal, ob ich mit Hauge jetzt das Planschbecken für die Vögel tragen kann. Wollte nicht irgendwer das Ding haben? Ja, ich glaube sogar Hauge. Das kann ich nicht. Okay. Ein Vogelbad, was auch immer das ist. Was denn los? Ja. Bis später. Oh, Kumpel. Das hat uns alles nicht weitergeholfen. Nicht so richtig, ne? Eine Uhr. Die stehen bestimmt auf dem Schlauch. Ist bestimmt nicht schwer. Ich meine, eine Mikrowelle ist doch sowas wie eine Uhr, oder? Kann ich da etwas reintun? Die Schere. Warte. Ich muss noch einen Ersatz für den Wecker finden. Ich gebe das beides mal fix. Hauge, weil es schneller geht, als selbst hinzugehen. Das kann ich nicht kombinieren. Wäre aber cool. Das ist nicht zum Zerschneiden da. Hast du deine Ahnung? Ich wünschte, ich glaube, irgendwo eine Steckdose. Das kann ich nicht kombinieren. Der Hexenkessel. Das kann ich nicht kombinieren. Ich glaube ja, dass wir den Superkleber nicht mehr unbedingt brauchen, oder? Weiß ich nicht so recht. Ist hier nicht irgendwie... Guck mal, nein, der Trockner! Der pinkt doch, wenn er fertig ist. Da ist auch Kaugummi davor, das sehe ich. Können wir den Kaugummi damit mit dem abkratzen, irgendwie mit der Schere? Ja, ich gucke mal hier. Das kann ich nicht kombinieren. Ich bin verzweifelt und kombiniere alles mit jedem. Das ist nicht zum Zerschneiden da. Ich hole mal die anderen ran, vielleicht haben die eine bessere Idee. Das war unten. Oder das Telefon, dass das klingelt zu der Uhrzeit. Das ist kein Mobiltelefon. Oder die klingelt da. Vielleicht sollte ich irgendwann mal wieder meine Mama anrufen. Diese Klingel, die draußen ist. Die Push-Klingel, Portierklingel. Ach. Wir haben halt nur noch eine Schere. Das ist halt irgendwie... Und der Kleber. Der Banner bleibt da, wo er ist. Kann ich nicht einfach eine Plastikkotze hier oben dran kleben? Und die dann halt im Laufe eines Tages hier auf die Portierklingel fällt? Das klingt sehr gut, aber wo ist die Plastikkotze? Wenn ich das nur wüsste, das sind die Fragen, die mich nachts nicht schlafen lassen, Franzi. Boah, schön. Ich habe nichts zum Trocknen. Man kann halt auch den Kleber hier nicht angucken oder irgendwas. Wird es das wohl nicht sein? Ah, ich vermute mal. Genau, die Charaktere, das ist clever gemacht. Schau mal, die Charaktere stellen sich immer irgendwo hin, wo sie im Hintergrund nichts verdecken. Also Hoki würde jetzt so ein bisschen den pinken Schrank verdecken. Und wenn ich jetzt den Charakter wechsle, dann wird Hoki wieder hier hingehen. Aha. Wo Platz ist.
quasi. Das ist ziemlich cool gemacht, oder? Ja. Damit sie nicht im Weg rumstehen. Das gibt's doch nicht. Ich überlege schon die ganze Zeit irgendwas, was einfach nur mit Zeit zu tun hat, ne? Nicht nur mit einer Uhr, aber... Es muss ja irgendwas Alarm schlagen, deswegen hätte ich jetzt noch gedacht, das Telefon oder die Portierklingel, irgendwas, was halt klingelt nach einer gewissen Zeit, aber... Das wäre schön hier, Telefon, einfach mal, ne? Und unten dieses Fach, kann man das aufmachen? Da war, glaube ich, die Schere drin, oder? Sie ist leer. Achso. Ist mir so. Ich meine, es soll ja auch hier drinnen klingeln, ne? Ja. Damit er hier die Hinwand sieht. Scheint so, als würde Dr. Fred hier wichtige Briefe aufhängen. Ich habe keine Zeit dafür, schon wieder Dr. Fred aufzurauben. Tja, vielleicht, dass man irgendwie anruft zu einer gewissen Uhrzeit, dass man das so einstellt. Aber wir haben ja nicht mal eine Münze. Die Münze ist ja oben im Süßigkeitenautomat. Vielleicht sollte ich irgendwann mal wieder meine Mama anrufen. Aber nicht jetzt. Wir konnten draußen noch einen Taxiservice rufen. Draußen war auch noch ein Telefon. Ah ja, na gut, dann... Das hier. Da. Damit kann man ein Taxi rufen, wenn man eins bräuchte. Ich brauche kein Taxi, auch wenn ich hier weg will. Tja, dann, Gehen wir mit der Schere daran. Kann man mal probieren. Franzi in ihrer Zerstörungswut. Das ist nicht zum Zerschneiden Ach, da. Komm. Nein, Franzi, es ist nicht zum Zerschneiden da. Das ist nicht zum Zerschneiden da. Was kann man denn mit dem? Was soll ich denn mit einer Schere und Superkleber? Wie soll ich denn? Ich bin nicht MacGyver. Weil machen die auch das Gegenteil voneinander. Ne? Das eine macht was kaputt und das andere macht das Ganze. Das hilft uns überhaupt nicht. Sieht schön aus, oder? Ja. Ich mag die Farbgebung. Ich bin frustriert. Nett. Hilfe! Schreibe die Lösung jetzt in die Kommentare. Das gibt es doch nicht. Wieso stehen wir schon wieder so auf dem Schlauch? Wie bei dem Maulwurf. Aber da hatten wir nichts. Das war das eine Mal in dem Spiel, 10 Minuten, ne? Also. Sie ist offen. Das ist okay. Und dann auch nur, weil er halt unbedingt erst die Lösung machen wollte, nachdem er das Wasser aufgedreht hat. Stimmt. Guck nochmal an den Süßigkeitenautomaten. Vielleicht kann man da noch irgendwas machen. Wow, eine Rumkugel mit 80% Alkohol. Fitnessriegel, gekühlter Kaffee und Rumkugeln. Besser nicht. Ja, komisch. Vielleicht noch Geld drinne. Komisch, dass Hogi die Fitnessriegel nicht haben wollte, ne? Ja. Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag. Fitnessriegel. Versuch mal damit mit der Schere drin rumzuwühlen. Das ist nicht zum Zerschneiden da. Oder versuch mal das mittlere Zimmer damit aufzumachen. Das ist nicht zum Zerschneiden da. Ich meine, da gibt auch immer den Hinweis, dass es zerschneiden, ne? Also, dass man damit irgendwas zerschneiden soll und nicht, dass man es irgendwie anders wegentfremden soll. Verschneide mal das Nestkabel. Das ist nicht zum Zerschneiden da. Tja, dann... Das Poster. Gute Idee. Das ist nicht zum Zerschneiden da. Alles nicht zum Zerschneiden da. Die Anlage. Jetzt wirst du verzweifelt, oder? Das ist nicht zum Zerschneiden da. Ich schau nochmal Richtung Dach. Kann ich das eigentlich wieder abmachen, das Seil hier? Nee, ne? Das ist nicht zum Zerschneiden da. Also ich kann es auf jeden Fall noch. Das muss auch anders gehen. Das Seil ist so lang, das reicht bis zu Eds Zimmer. Kann ich da vielleicht nochmal rein und nochmal Unfug treiben, indem ich dran ziehe? Kannst du nicht mehr anklicken. Das wird Monate dauern. Kann ich nicht. Der Pin ist auch nicht zu finden. Ausgerechnet der Pin. Ich meine, es war wirklich ein wichtiger Pin, der hat ja alles zusammengehalten, aber... Unser Pin ist wichtiger. Ja, für unsere Zwecke auf jeden Fall. Ach Gott, und hier war nichts. Bodengefängnis. Nee, hier ist gar nichts. Ich komme ja auch nicht raus. Nee, unten ist ja auch das Gitter davor, ne? Ganz genau, komm nicht aufs Dach. Ansonsten hätten wir vielleicht mit der Beleuchtung irgendwas anstellen können, aber nö. Und hier kann man nochmal an die alte Werkbank gehen vielleicht. Die Werkbank sieht ja alt aus. Besser nicht. Eigentlich müsste hier sein Buch sehen und sagen, ja, oh, da ist es Buch, hin. Mein Buch, endlich! Das ist nicht zum Zerschneiden da. Das muss auch anders gehen. Das sind Grüntentakel und Purpurtentakel, kurz nachdem Dr. Fred sie erfunden hat. Und nochmal den Grünen. Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag. Dr. Freds alte Zeitmaschine.
Im Grunde besteht es aus einer Toilette. Das ist alles Laverne schon gesagt. Genau, der labert das nur nach, der die gehört. Ihre Gedanken. Ob hier noch irgendwas versteckt ist. Wir hatten es die ganze Zeit, ne? Dass der Karton kann man nicht öffnen. Und als ich ihn gesehen habe, habe ich gedacht, Moment mal! So ein Brecheisen kann man immer gebrauchen. Ein Brecheisen. Okay. Das hilft uns weiter. Ein Karton voller Brecheisen. Ach, voller Brecheisen, okay. Was wollen wir aufbrechen? Wie wär's mit dem Auto draußen? Ich meine, wir könnten auch die Tür in der mittleren Etage... Wir brechen oben den Süßigkeitenautomaten auf, damit wir die Münzen bekommen und er uns dann anrufen kann. Auch eine gute Idee. Ich guck mal, wo ich überall, ne? Kann ich das vielleicht hier den Menschen hier... Ich will das nicht kaputt machen. Okay. Hier in Hommage an den letzten Teil. Ich glaube, da gibt's nichts zu holen. Ja, Schlüssel verloren. Schön. Ja, das war nochmal die Anspielung mit dem Archiv. Du kannst bestimmt oben und dann kannst du draußen ein Taxi oben oder hier ein Taxi bestellen. Irgendwie sowas. Es muss mit dem Taxi doch auch was auf sich haben. Es gibt hier inzwischen bestimmt eine Alarmanlage. Ja, und? Es gibt hier inzwischen dann vielleicht bestimmt an dem, eine Alarmanlage. An dem Bett, da ist ja auch Geld drin. Ah, das stimmt. Ich will das nicht kaputt machen. Ach, Herrgott, noch eins! Wir gucken mal, ob wir ins Mittelzimmer kommen. Ich will das nicht kaputt machen. Ich will aber alles kaputt machen, Junge. Gib dir mal Mühe. Aber was wollen wir dann mit einem Brecheisen, wenn ich da irgendwo was aufbrechen? Ich vermute mal, wir können irgendwo was hebeln, Franzi. Irgendwo den Hebel einsetzen, weißt du? Franziska, das muss doch irgendwie gehen. Die Eistruhe. Aber den Spinat ja, ne? Das haben wir, glaube ich, schon, ja. Dann guck halt mal in den großen Welcome Room. Gute Momente. Ich kann ja mal hier das da. Ich will das nicht kaputt machen. Okay. Oder ins Münztelefon. Da kannst du auch nochmal probieren. Haben wir das nicht? Nee, das haben wir noch nicht probiert. Ich will das nicht kaputt machen. Ich hätte schwören können, das habe ich getan, aber gut. Echt? Vielleicht das Telefon draußen, weil da keine Überwachungsanlage ist. Ja, das kann man probieren. Und dann haben wir das Telefon drinne, was wir dann benutzen können damit. Ich will das nicht kaputt machen. Gut, also das ist es offensichtlich nicht. Den Kaugummi können wir da vielleicht runterhebeln. Hm. Aber das bringt uns ja eigentlich auch nichts. Aber vielleicht hilft es uns einen Schritt weiter. Ich will das nicht kaputt machen. Sollte schon reichen, wenn wir schon mal wissen, wo der Ansatz ist, ne? Waschmaschine? Zu langweilig. Dr. Fred hat die Teile für seinen Chrono Wash bestimmt von hier. Ah. Ich will das nicht kaputt machen. Tja. Hebeln oder kleben? Ja, probier's mal mit dem Hexenkessel und den Tassen. Mhm. Ich will das nicht kaputt machen. Mhm. Ja, zum Umrühren und hier nochmal den Dreck weghebeln. Ich will das nicht kaputt machen. Ich kann mal das Gitter aufhebeln. Ich weiß, das geht auch so auf, aber... Ich will das nicht kaputt machen. Okay. Ich will das nicht kaputt machen. Ich kann das nicht mehr hören, diesen doofen Spruch. Ich will das nicht kaputt machen. Das ist ein doofer Spruch. Ich will das nicht kaputt machen. Liegt da nicht die Plastikkotze sogar? Ja, ich glaube, es ist die original Plastikkotze. Aber... Ich will das nicht kaputt machen. Später. Und die Geister... Als Kind habe ich mich oft als Geist verkleidet, um meine Eltern zu erschrecken. Wir haben auch noch die Schere, kann ich da vielleicht wegschneiden? Das ist nicht zum Zerschneiden da. Also ein Bettlaken mit zwei Löchern drin, da darf man trotzdem nicht weiter dran rumschneiden, ich verstehe. Tja, Stefan. Tja, Franzi. Ich überlege. Wozu brauchen wir eine Brechstange? Brechstange, Schere, Kleber. Probier doch die Brechstange nochmal mit der Portierklingel. Mach ich gleich, warte. Oder du machst den Werkzeugkoffer da. Kann ich nicht, auf. Ist nicht zum Überhavern. Oh. Kann ich hier. Oh, ja, warte. Moin. Eine Zeitreise geeignete Waschmaschine. Ich dachte erst, da wäre vielleicht was noch was drin. Zeitmaschine. Mit Hebel und allem drum und dran. Ja. Schön. Ich kann ja hier. Probier's einfach mal aus. Ich will das nicht kaputt machen.
Ich will das nicht kaputt machen. Ich verstehe das nicht. Ich will das nicht kaputt machen. Das muss doch irgendwo funktionieren. Der ist wirklich hinüber. Den kann man nicht mehr reparieren. Ich wollte auch kaputt reparieren. Das gibt's überhaupt nicht. Wir haben 3 Items im Inventar. Es muss doch irgendwie möglich sein, dass du eins davon irgendwo benutzen kannst. Ganz genau, irgendwo. Wir haben ja egal wo. Ja, vielleicht oben die Arcade-Automat, dass man da was rausholen kann. Das ist ja eine gute Idee. Ich will das nicht kaputt machen. Naja. Ich will das nicht kaputt machen. Ich finde das halt auch komisch, dass hier noch alles normal aussieht, ne? Zu langweilig. Und nicht alles kaputt ist. Aber, Ich guck mal zu Edna, vielleicht können wir dir da was antun. Hey Edna, ich hab hier was für dich, ein Brecheisen. Ich will das nicht kaputt machen. Na gut, kann ich dir nochmal ansprechen? Mensch, Edna, das mit dir wird auch nicht besser. Oh. Oh Gott. Ich will das nicht kaputt machen. Schnauze, Junge. Ich hat keiner gefragt, was du willst. Das ist nicht zum Zerschneiden da. Das ist das, was er vorher zerschnitten hat. Ich will das nicht kaputt machen. Ein Edison. Genauso hässlich wie die anderen aus der Familie. So hässlich waren die zwei. guck dir mal die Kartoffel an hier, ne? Und dann der Typ. Ganz schönes Ego, der Kerl. Tja, dann guck noch mal zum Dings rein. Guck mal, er kann hier durchlaufen, ohne sich zu stoßen. Ui, Grafikbug. Ja, geht's hier direkt, geht's direkt durch den Balken durch. Boom. Boom. Ich weiß nicht. Wohin soll ich gehen? Ja, hier nochmal zu Ed. Achso, zu Ed. Oh, da hast du schon wieder einen Bug hast gesehen. Der war für einen Frame hier, hat er nach links geguckt. Was? Der Pin ist auch nicht zu finden. Hatte ich zumindest gerade den Eindruck. Hamsterkäfig kaputt machen. Pilze kaputt machen. Das nicht kaputt machen. Typen kaputt machen. Schwarzbosting ist auf der Seite vom Computer kaputt machen. So schlecht ist der Computer jetzt. Naja, lässt sich drüber streiten, wa? Was? Ich meine, kommt immer drauf an. Ich hätte auch gerne einen übelst alten Computer, der noch funktioniert, ne? Ein aus den 90ern. Perfekt. Ich hab einen Soundglitch, oder? Was ist denn hier los mit dem Spiel? Das alles ist kaputt, wahrscheinlich, weil wir das Brecheisen 1000 Mal benutzt haben. Er will es doch aber gar nicht kaputt machen. Tja, Stefan, wir sind auf jeden Fall schon massig über der Zeit. 2:30 über der Zeit, glaube ich, oder so. Ja. Das ist jedenfalls zu krass. Sind nicht weitergekommen so richtig in dieser Frage. Wollen wir vielleicht einfach mal cheaten und eine Lösung uns angucken? Wir werden mal schauen, was wir tun können. Oder wir laufen zwischen den Folgen nochmal im Haus rum und gucken, was wir machen können. Ja, irgendwas finden wir, damit es nicht allzu langweilig für den Zuschauer wird. Ja, na gut. Erstmal ein bisschen die nächste Folge und dann kommen wir mit einer Lösung. Ja, Lösung! Huhu! Bis dahin. Tschüss!